Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horizon Forbidden West. Mein Name ist Dr. Skill. Gebt nicht auf. Und in der letzten Folge haben wir den Rebellen Außenposten uns mal drum gekümmert. Haben wir da etwas Unbekanntes? Und jetzt wäre mein nächstes größeres Ziel tatsächlich hier der Langhals. Und dann anschließend hier das Backup holen. Adder. Oder Effa. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht. Ich hab da nicht so aufgepasst. Die ehrlicherweise zugeben. Also. Ich überleg gerade, ist es schlau, hier so lang zu reiten? Achso, sollen wir auch genauer angreifen, okay. Ja, immer noch die allgemeine Problematik, dass ich manchmal mit der Karte überfordert bin. Aber sei es drum. Könnten mal kurz Pfeile herstellen. Wir einfach wieder genügend haben. Haben wir doch ein paar verbraucht jetzt. Ah. Und wahrscheinlich auch Stress aus. Na komm weiter. Ah. Ja, die überbrücken wäre natürlich auch nochmal cool. Warte mal, was ist denn das? Wirkt das doch wieder so, als wäre hier irgendwie ein Leben. Hätte ich hier abbiegen sollen? Tatsächlich. Ah, wir kriegen ja. Ja. Klar. Ja, da ist wieder ein Rebellenaußenposten. Okay. Ah, und hier ist wieder dieses giftige, angenehme Zeug, ne? Da war gerade ein Lagerfeuer, waren die mir nicht sauber vorbeigeritten. Es ist ja auch alles noch so leicht neblig. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil wir das hier noch nicht erforscht haben. Oder ob das hier einfach im Gebiet liegt, tatsächlich. Es wirkt auch wie so ein Außenposten. Machen wir mal vielleicht hier wieder hoch und dann wieder runter. Unbekannter Unterschlupf. Hier bin ich sicher. Ah, es ist einer für uns. Ach, tatsächlich. Ups. Würde ich einmal kurz schnell speichern, wo wir hier schon mal so ein bisschen geritten sind. Ah, muss ich dich wieder reparieren, Leco Mio. Bist du wieder kaputt gegangen. Ja, wahrscheinlich, wo er gegen das eine Teil gefahren ist. Oh, kurz reit hier wieder her. Da hängt er nämlich ein bisschen fest. Ich habe auch Schaden davon bekommen, tatsächlich. Kanistergräber-Arenal, also das sind ja wieder Namen. Kannst du dir auch noch ausdenken. So. Ah, das sieht hier auch sehr creepy aus. Aber wir kommen jetzt gleich zu dem Langhals. 300 Meter. Drüben wahrscheinlich irgendwo, da ist er. Gut. Mal gerade drauf zu. Ah. Also wir haben keinen Weg da hochzukommen. Kann ich mir so schon wieder nicht vorstellen, ne? So, versuchen wir mal hier mit unserem Teil hochzukommen. Oh, die verfolgen uns. So. Wie gut sind die da im Hochklettern? Die wirken sehr gut. Was ist hier los? Ah, die lassen ab, oder? Ja. Okay. Wie kommen wir auf diesen Langhals?
Ah, es war wahrscheinlich so neblig wegen der Nacht. Dachelschnauze. Der dreht genau hier seine Runden. Weiß nicht, ob ein Kleiden funktionieren könnte. Wäre vielleicht ein bisschen waghalsig. Ich glaube, es wäre auch ein bisschen zu gut, der Dinger von hier rüber zu hüpfen. Schauen wir mal kurz, weil da haben wir mehr Zoom. Er wird verfolgt von 3 Stück. Es gibt keinen Weg hier hoch zu klettern. Denn das stimmt irgendwie nicht. Geht irgendwas ab. Ich hätte ihn jetzt aber trotzdem gerne irgendwie gemacht. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir den Fight gegen die da unten gewinnen. So, wenn ich jetzt zumindest mal gucke. Da explodiert der. Na, schauen wir nochmal. Der lebt noch. Oh ja, das macht aber gut gewogen. So. Schauen wir mal, ob er da nochmal. Ne, wahrscheinlich nicht. Lebt er noch? Ah, Munition einfach wieder herstellen, keinen Stress. Ah. Gut, die kommen auf mich zugelaufen. Ach, kritischer Schlag. Ich hab's verkackt. Okay, die halten auf jeden Fall mehr aus. Ah. Das ist auf jeden Fall nicht optimal. Warte mal. Boah. Bewegt sich das Teil nicht mal. Ah. Wollte man einmal ausweichen, das geht auch wieder nicht. Ah, das ist auf jeden Fall. Ja, ist glaube ich, hat ihn vergiftet. Ah, cool, unser Jäger steht auch noch da und schaut zu. Ja, jetzt so. Okay. Da haben wir echt aufs Maul bekommen. Kann man schon wieder nicht anders sagen. Die sind auf jeden Fall nicht schwach. So. Wir haben aber immer noch den Plan, den Langhals zu kriegen. So. Die Frage ist tatsächlich einfach nur wie. Wo könnten wir das machen? Könnten wir hier so hoch? Ich weiß es tatsächlich gerade einfach noch nicht so richtig. Könnte schlau sein, hier zu sein. Jetzt gehe ich irgendwie auf diesen Langhals rauf. Ist ziemlich demotiviert, ne? Ja gut, sei es drum. Hier hat mir jetzt mal indirekt gesagt von wegen, nee, das machen wir jetzt erstmal noch nicht. Gut, dann reiten wir weiter zu unserer Mission. 700 Meter. Hier schnell vorbei. Ach, juckt die gar nicht. So, guck mal, kann ich so ein bisschen rüber. Da hatten wir auf jeden Fall mal ein bisschen Action für zwischendurch. Mal wieder einen kleinen Fight gehabt, wo wir gemerkt haben, ah, wir kriegen ein bisschen aufs Maul. Stehen, wenn wir Sachen sammeln. Das hier sind so cool und schnappen die im Lauf. Ja, das ist aber doof, wenn man hier gegen Steine läuft.
Also. Wahrscheinlich jetzt einen Weg außenrum gegeben. Oder? Ah, jetzt der Weg. Wieder mal ein Lagerfeuer entdeckt. Ah. Guckt jetzt aber hier friedlicher, ne? War das. Ja, da sind wir jetzt einfach mal eiskalt vorbeigeritten. Ich nähere mich Ethers Standort. Gaia sagte, er wäre in einer Art physischen Prozess. Hübsch hier. Also. Meiner Meinung nach. Sehen wird nicht einfach, wenn überall Tenakt-Krieger sind. Würde ich gerade sagen. Da drüben ist ein Lagerfeuer, oder? Ja. Tun wir nochmal kurz schnell speichern. Aber dann sind wir auf jeden Fall soweit erstmal richtig. Meine Siedlung und alles, also. Die Nachtfestung. Ich frage mich gerade, ob es schlau ist, einfach vorne über die Haustür reinzugehen. Oder ob wir dann gefühlt gleich sterben, aber ich glaube, das finden wir eh wieder nur auf eine Art und Weise raus. Okay. Decker. Aro. Die haben Namen, das wirkt positiv. Wenn Leute einen Namen haben, dann bringen sie uns nicht direkt um. Viele Soldaten mehr seitdem getötet. Und Regalas Armee wird nur immer stärker. Sie hat uns bei der Gesandtschaft einen... Regalas Truppen erscheinen jetzt vielleicht stark, aber... Ihre Maschinen töteten meinen ganzen Trupp. Vergiss nicht die Visionen. Die Alten wählten ihren Kampf nicht. Dennoch blieben sie standhaft. Sie wankten nicht. Und wir auch nicht. Blut der Zehn. Du bist gekommen. Du weißt, wer ich bin? Oh, die Kriegerin mit dem Haar wie Feuer, die Regalas Champion in Fahrlicht besiegt hat? Ja. Du bist uns bekannt. Ich bin Decker, Kaplanin des Tiefland-Clans. Willst du zu Häuptling Hikaru? Nicht ganz. Ich brauche etwas von hier. Was immer du brauchst, wird der Häuptling erfüllen. Komm. Eine der Visionen, die du erwähnt hast? Ja. Die Berichte der Zehn. Ich zeige sie dir, wenn du magst. Auf dem Weg zum Häuptling. Diese Visionen. Du sagtest, es sind Berichte der Zehn. Wer ist das? Die Alten, die genau an diesem Ort heldenhaft gegen die Maschinen kämpften vor langer Zeit. Die Visionen ehren ihre Taten. Zumindest was noch übrig ist. Damit wir sie preisen und nie vergessen. Es gab mal mehr von diesen Visionen? Viel mehr. Dieser Ort war einst voller Licht und Klang. Doch mit den Jahren stürzten sie ins Dunkel, eine nach der anderen. Darum sind Kaplane so wichtig für den Stamm. Wir merken uns möglichst viele Visionen. Sie sind Teil von uns und werden mündlich weitergegeben über die Generationen. Einst mag der ganze Hain dunkel sein. Doch die Kaplane, die mir folgen, halten die Erinnerungen am Leben. Warum wünscht Hikaru, mich zu sehen? Wir sind im Krieg mit Regala. Und du hast bewiesen, dass du ihr gewachsen bist. Ich bin nicht hier, um für euch zu kämpfen. Nicht für uns. Mit uns. Doch ich will dich nicht überreden. Das macht der Häuptling. Er kann sehr überzeugend sein. Was machst du hier als Kaplanin? Wer die Jugend überlebt, studiert die Visionen und teilt die Weisheit mit den Jungen. Welche Weisheit? Wie man ein wahrer Krieger ist. Wie man tapfer und ehrenvoll kämpft.
und wann Frieden die bessere Wahl ist. Das wirst du selbst sehen, wenn wir hineingehen. Okay. Mit Blick auf die Uhr allerdings bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Zu Hikaru drücken wir erst in der nächsten Folge an. Bis dahin. Ciao, ciao.